Rein, Naden. Let's go, bitches. Da ist einer. Surprise, wow, der hat einen Heavy Sword. Du Scheiße! Oh, fuck. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu diesem aktuellen Giveaway-Video. Es gibt für euch mal wieder einige Skins, die ihr abstauben könnt. Es geht um genau zu sein. Was? Gott, der Mage stand genau da. Will er mich verarschen? Es handelt sich dabei um 6 Skins, einen Blue Skin, 3 Purple, einen Pink und einen Red Skin. An der Stelle könnt ihr euch sehr gerne bei Rick Fred bedanken, denn er hat die Skins gespendet. Und jetzt bedanken wir uns mal geschwind bei den Gegnern, den ich jetzt gleich zerficken werde. Oh mein Gott. Ja, klau ihn mir doch. Pass auf, jetzt kommt gleich einer um die Ecke und ich bin down. Wo ich am Nachladen bin hier. Da ist einer, da ist einer. Oh, 94 in 4. Ich erkläre euch gleich die Randbedingungen, wie ihr mitmachen könnt und so weiter. Aber erstmal muss ich hier eine Runde pimmeln und zwar mit der Nova. Oh ja. Achtung. Rein, Naden. Let's go, bitches. Da ist einer. Wow, der hat einen Heavy Sword. Du Scheiße. Oh, fuck. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir aber regeln hier, ne? Oh, Scheiße, 6 HP. Oh, da verpisst er sich. Oh mein Gott, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. 6 HP. Da sind 3 oder 4. Einer hat einen Assault Suit an. Oh mein Gott. Die geht 100 pro alle Mitte. Ich könnte aber auch nicht mehr steppen. Der Fettsack steppt eigentlich wie ein Elefant, ne? Short laufen welche. Ah. Komm, dann scout ich halt jetzt ein bisschen. Was soll's? Was soll's? Here we fucking go! Ich habe auf euren Wunsch hin jetzt auch endlich den Discord-Server erstellt. Er nennt sich Die Dummbabbler und den Link zum Joinen erhaltet ihr hier in der Videobeschreibung. Sowie alle Informationen. Immer wenn ihr Fragen habt, schaut erstmal in die Videobeschreibung. Da steht meistens alles drin. Oh fuck, es ist ein Heavy. Ja! Ich hab dich, du Drecksack, komm her. Er kommt nicht mehr. Ich habe ihn geheadert hier mit der Scout. Er geht jetzt 100 pro Mitte. Naja, der Wallbomb ist down. Oh, nice. Wuhui! Ich habe den Wunsch nach dem Discord-Channel nicht ganz verstanden, weil unser Teamspeak-Server schon seit 4 Jahren online ist und er ist für jeden zugänglich. Es gibt Kapazitäten für 74 Leute. Ihr könnt da drauf, wann immer ihr wollt. Ich weiß nicht genau, warum wir dann noch diesen anderen Dingens Kirchens gebrauchen, aber gut, ich bin eurer Bitte nachgekommen und habe ihn erstellt. Also, Die Dummbabbler heißt dieser Channel und der Link zum Joinen befindet sich in der Beschreibung. Die Teamspeak-Daten befinden sich aber auch schon seit Jahren in der Beschreibung. Also, dass das immer gesagt ist, ne? Soweit ich verstanden habe, ist dieses Discord zum Schreiben und zum Sprechen. Also genauso wie in Teamspeak. Es gab zwischendurch immer wieder so Sachen, die aufgekommen sind, ne? Auch so wie Skype, was ja schon uralt ist. Und es gibt immer Leute, die sagen, komm, Skype und hin und her, aber Teamspeak hat sich für mich bis jetzt immer durchgesetzt. Qualitativ und auch quantitativ. Quantitativ, ja doch. Auch quantitativ. Da ist einer. Der pimmelt einfach da rum. Ja, klau ich mir halt, mate. Ich hab's im Griff, mate. Da hüpft einer. Ach, jetzt ist der da hinten am Zug. Nun ja, nichtsdestotrotz gibt es eben jetzt so einen Channel. Und da könnt ihr euch tummeln und Discorden. So, kommen wir aber zurück zum Skin-Giveaway, also bei den Skins, die ich geschenkt bekomme. Wenn daraus Giveaways gemacht werden, ist es ja immer so, dass der Schenkende, also Rick Fred, entscheiden darf, was wie mit den Skins wo und warum passiert. Zum Beispiel werden in den Livestreams eben die Preise festgelegt oder es wird überhaupt erstmal gesagt, wo denn dieser Skin am ehesten rausgehen soll. Und diese Skins sind only Livestream-Skins, die gehen morgen alle raus im Livestream. Ab 19.30 Uhr streame ich und auch, dass es alle nochmal wissen, weil ich immer wieder gefragt werde, obwohl es schon seit über einem Jahr in der Beschreibung steht, schon immer unter jedem Video. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Ich weiß, die Frage rauszuhauen ist einfacher für euch, aber oh mein Gott, guckt doch bitte manchmal in die Beschreibung rein. Also dafür ist sie da, damit ich nicht immer alles doppelt und dran. Ja, er gibt mir direkt. Schaut einfach ab und an in die Beschreibung rein, es hilft wirklich. Zurück zum Geschäft. Die Skins werden also morgen im Livestream rausgehauen. Alle Skins mit Ausnahme des Red Skins sind für alle zu gewinnen. Also da kann jeder mitmachen, jeder hat die Chance, diese Skins zu gewinnen. Der Red Skin ist ausschließlich für Twitch-Abonnenten. So, kommt der Sack jetzt wieder mit seinem blöden Suit hier? Und falls ich jetzt wirklich in jemandem die Frage aufbauen sollte, wo ich denn streame, da muss dieser jemand wirklich behindert sein. Also wirklich, es gibt keine Entschuldigung dafür. Hier sind die Skins übrigens nochmal zu sehen. Es gibt einmal die Galil AR Rocket Pop, dann zweimal die Nova Koi, einmal die Farmers Neural Net. Das ist ein neuer Skin, oder? Soweit ich weiß. Dann den R8 Revolver Amber Fate. Einige von euch spielen Revolver, ich weiß, ich weiß. Und zu guter Letzt die M4A4 Desert Strike. Vielen Dank, Rickfred, an dich. Die Skins werden, wie gesagt, morgen, also am, was für ein Datum ist heute, keine Ahnung, morgen halt rauskommen. Heute ist der 10., also morgen, am 11., also Dienstag, der 11., da werden die Skins rausgekloppt im Livestream. Seid mit am Start, um 19.30 Uhr geht der Stream los und geht meistens so 2, 2,5 Stunden, manchmal 3. Ja, und in dieser Zeit wird das Giveaway stattfinden. Das nächste Giveaway wird dann wieder ein YouTube-Giveaway. Da gehe ich einen Schritt weiter Richtung Skins only for Community und nicht eben für irgendwelche Gauner. Ab dann wird es einen zusätzlichen Mechanismus geben und, ja,
das wird höchst ambitiös. I know it. Den Sticker habe ich übrigens gekauft, hier, ne? Wir haben es letztens von Holo-Stickern gehabt und The Face hat mir einfach 2,70 Euro oder so gespendet. Wo soll ich den Sticker drauf machen? Was meint er? Auf welche Waffe? Wo passt der am besten dazu? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh yeah. Mach die Klimaanlage an, hey!